Viertes Testspiel für die Fohlen in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison. Ab nach Belgien, ab nach Lüttich zu Standard. Die sind in der vergangenen Saison 14. geworden. Das war die schlechteste Platzierung seit mehr als 35 Jahren. Und die Jungs aus der ersten belgischen Liga beginnen schon am kommenden Wochenende ihre Spielzeit und dort ein Heimspiel gegen Gent. Standard in Rot, ja auch Le Rouge genannt, mit einer unglaublichen Vehemenz. Zuschauer auch da und gleich nach 2 Minuten mit dem ersten Abschluss Sommer dran. Dregus, der Mann mit der Nummer 7, machte ordentlich Betrieb in der ersten Halbzeit. Gebürtiger Rumäne hat aber mittlerweile die belgische Staatsbürgerschaft. Die Fohlen, ja, mit einer Viererkette, unter anderem wieder Wolf hinten links, rechts Skelly, Innenverteidigung Friedrich und Elvedi. Vorne hattest du Thuram, Player und Wolf, einer, der in der Anfangsphase ganz, ganz viele Aktionen über die linke Seite hatte. Dann kommt Alassane Player in der 19. und eine klasse Parade von Boda, der diesen Ball gerade noch berührte und an den Balken brachte. Es war der Beginn einer offensiv starken Phase. Der Fohlen wieder über links, wieder mit Wolf. Der findet Neuhaus, Boda, Hofmann, abgefälscht, nicht die Führung. Das war herausragend kombiniert, das, vor allem das Zuspiel von Hannes Wolf in den Rücken für Florian Neuhaus. Und dann war irgendwie noch eine Hacke dazwischen. Anschließender Eckball, Jonas Hofmann, 24. Also gefühlt 30 Sekunden später. Thuram, Chris Kramer, Führung. Und Kramer steht nicht im Abseits. Der die Hand hebt, der steht ganz unten am ersten Pfosten. Gucken wir uns gleich in der Wiederholung nochmal an. Und der Weltmeister trifft, weil Markus Thuram jetzt hier das Kopfballduell gewinnt. Und jetzt hebt da einer die Hand und sagt Abseits. Das ist natürlich spannend, wie man das für sich in Anspruch nehmen kann. Weitere 40 Sekunden später Ballverlust. Thuram für Player. Thuram findet wieder. Player findet Thuram so rum und dann rauscht der Ball knapp vorbei. Klasse von den beiden Franzosen, das ausgespielt nach dem Ballgewinn. Von Standard, erste Halbzeit offensiv, bis auf diesen Kopfball von Edmond, wo Sommer zur Stelle war, genauso wie nach 2, nichts offensiv. Das Kurzpassspiel, die Laufwege, die Bereitschaft, Spiel ohne Ball, alles das war drin. Standard hatte überhaupt keine Chance, in diese Partie hineinzukommen. Halbzeit 2 änderte sich das komplett. Denn die kam mit einer Mentalität aus der Kabine, bissig, griffig und unglaublich willensstark in jedem Zweikampf. Und so dann schon in der 48. über die rechte Seite den starken Mann mit der Nummer 7, Dregus. Der Ausgleich durch Renaud Edmond. Der hatte ja den Kopfball in der 42. Und danach spielte nur Standard, muss man ganz klar festhalten, ohne wirklich die Kracherchancen zu haben. Die Fohlen wechselten fast komplett noch einmal durch. Jeder bekam seine Einsatzzeiten, die heute mit dabei waren. Und so gab es dann in der 71. noch eine Möglichkeit für die Belgier. Hier der Schuss wieder von Dregus. Das war es dann in dieser Partie. Halbzeit 2 für die Fohlen. Kein Torschuss. Daran gilt es zu arbeiten. Der Härtetest bestanden, denn die Belgier beginnen nächste Woche. Für die Fohlen geht es am Sonntag weiter. Blitzturnier in Duisburg gegen den MSV und gegen Athletic Bilbao. Und hier und heute zum ersten Mal ein Remis in einem Testspiel.